Hallo Leute, willkommen beim ETS2 und bei einer neuen Folge von The Story. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich hier, ja, ein bisschen des Weges abgekommen. Ich habe mich, bin jetzt hier zur Tanke gegangen. Bin ja noch immer in Olber und, ja, habe hier übernachtet. Also, um jetzt nicht den ganzen Weg jetzt so zu laufen, bin ich jetzt, haben wir hier querfeldein. Naja, nicht ganz, konform, aber. Habe ich da frisch gemacht, ein Käffchen geholt und jetzt, ja, geht's zum Kunden. Denn ich habe einen neuen Auftrag bekommen. Jo. Und ja. Wollen wir mal hin. Zum Kunden. Glaube ich, ein paar Kilometer entfernt. Und ja. Konnte mich auf den Plätzle hier. Hier wird wohl jetzt eine Baufläche irgendwie, aber. Irgendwie kommen die auch nicht so, wie es aussieht hier in der Pütte, weil wenn hier schon so Trailer hier schon stehen, weiß ich nicht. Und die haben da angefangen zu, ja, irgendwie zu buddeln irgendwie, keine Ahnung. Fässer liegen da rum, stehen da rum, naja. Egal, Hauptsache ich konnte mich jetzt hier hinstellen für die Nacht. Naja, für die kurze Nacht und ja, alles soweit okay, sag ich mal. Hätte schlimmer kommen können, ne? Da ich mich jetzt hier zum Beispiel, was weiß ich, hier, keine Ahnung, in so einer anderen Ecke hinstellen müssen und so. Also von daher, alles gut. Bin zufrieden. War schon ruhig. Ja gut, jetzt ist ein bisschen Verkehr jetzt zugange, ist klar. Ne? So früh morgens ist logisch, ne? Dass hier so ein bisschen die Luzi abgeht. So, wollen wir mal einsteigen. Genau. Ja, Leute, wie gesagt, also ich habe von Carrefour eine Mail bekommen und die Mail sagt mir, dass ich jetzt eine nächste Tour habe nach Nizza, also zu Carrefour selber. In Nizza, so eine ja, Außenstelle, keine Ahnung, ein Lager haben die, so ein Großlager. Angeblich. Denke ich mal. Also gehe ich mal von aus. Dahin sollte ich jetzt 22 Tonnen Dosenschweinefleisch hintransportieren. Und ja. Also, das heißt jetzt zum Kunden. Und dann heißt es zur Fähre. Und dann heißt es Attacke nach Nizza. Also ein bisschen Ruhephase auf der Fähre und weiter. Angegeben ist das Ganze mit 808 Kilometer. Also inklusive 578 Kilometern Seeweg. Ob das so alles stimmt, weiß ich nicht. Ohne Gewehr, sage ich jetzt mal. Ich weiß ich nicht. Ich bin der Meinung, das ist ein bisschen mehr, aber okay. Sei es drum. Vergütet wird der ganze Spaß mit 1632 Euro brutto. Das ist doch schon mal etwas. Ja. Ansonsten in eigener Sache, wisst ihr ja, wie immer an dieser Stelle würde ich mich über ein Like und ein Abo natürlich sehr, sehr freuen. Ne? Wisst ihr ja, kostet euch nichts und bringt mich ein Stück weit nach vorne. Und ja, und übrigens für Kommentare bin ich natürlich auch offen. Ne? Also alles reinschreiben, was geht. Würde mich darüber sehr freuen. Lob, Kritik etc., Verbesserungsvorschläge. Egal. Ihr wisst schon, was ihr dann reinschreibt. Also alles, was natürlich konstruktiv ist. Ne? Alles klar. Okay, ansonsten, ja, was gibt es noch zu erzählen? Ja, ich bin ja noch im ATS, falls die eine oder der andere das nicht weiß und auch mit eigener Story. Ne? Und ja, würde mich darüber auch freuen, wenn ihr da ein Däumchen da lassen würdet und ein Abo. Das wäre sensationell. Und ja, läuft immer alle 2 Tage und ja, schaut einfach mal rein. Okay, in diesem Sinne sage ich einfach, abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr und dafür an euch schon mal einen dicken fetten Daumen nach oben, wie immer. Und ja, vielen Dank im Voraus für euren Support. Und ja, viel Spaß bei dieser Folge. Wollen wir mal starten. Okay, wir fahren los. So, okidoki. Wie man sehen kann, haben wir jetzt 5:30, 5:29 Uhr.
19 Grad, wenn das so stimmt, keine Ahnung. Und ja, Lichtlein an, Bremse gelöst und ja, sage ich mal auf zum Kunden, ne? Was sonst? Was ist denn mit dem Navi hier los? Nix. Mal Blinkerchen mal reinhauen hier. Ja, komm, Junge. Oder Mädchen, weiß nicht, was du bist. Okay. Dann machen wir uns mal auf den Weg, frühmorgens. Da vorhin auf der Tanke noch ein Käffchen getrunken, aber der war nicht so besonders, muss ich sagen. Eigentlich schmeckt der Kaffee ja, also, Demnächst rechts aber abbiegen. der hat mir nicht so zugesagt. Ich weiß nicht warum. Biege nach rechts ab. Aber gut, auf der Fähre gibt es dann bestimmt noch mehr Kaffee. Und da werde ich dann mal, ja, ein verspätetes Frühstück dann nehmen, sozusagen. Kann man ja sich da ausgiebig was aussuchen. Auswahl haben die ja. Das ist das ja nicht. So, okay. Lange Rede, überhaupt keinen Sinn. Wie gesagt, ich fahre jetzt zum Kunden. Wir haben 2 Kilometer angezeigt, irgendwie sowas, aber schauen wir mal, Demnächst links abbiegen. ob das so alles konform ist, ne? Ich denke Biege schon. nach links ab. Doch, doch, war, haut hin. Ja, bist noch auf dem Bordstein jetzt gefahren, jetzt hier, komm jetzt hier. Leute, komm jetzt hier, was ist los? Das So, war eine schöne Fahrt. ja. Helga neigt immer zu übertreiben. So, eine schöne Fahrt. So, okay. Dann werde ich mal mich anmelden und dann schauen wir mal gleich weiter. Die hupen da wie die Weltmeister. Ja, weil ich den noch ein bisschen störe. Ja, dann fahre ich jetzt mal hier rum. Ein bisschen rundherum hier. So. Und wieder zurück, das Ganze hier. Weil ich hier keinen störe erstmal. So. Aber ich glaube, das ist mein Tor da vorne. Okay, ich spring mal kurz raus und dann, oder stelle mich jetzt mal vernünftig hin und dann alles weitere dann gleich. Okidoki. Da bin ich wieder am Start. Ja, das war wieder hier ein Hin und Her und diskutieren hin und her. Das Einzige, was ich ja, erreicht habe, dass die Zeit wieder hier verronnen ist wie nix. Und ja, dieser Kollege hier von Carrefour, ja, genau dieser Kollege, ja, hat mich die Tour bekommen, die ich hätte kriegen müssen nach Nizza. Mit den 22 Tonnen Dosenschweinefleisch, ja, genau, weil das war wohl wieder ja, gut geplant von Carrefour und also er kriegt die und deshalb die ganze Diskussion und ich habe auch eine Tour, aber jetzt gehe ich muss zur Nachbarinsel, also ja, natürlich mit Fähre drum und dran und so weiter und so fort und ja, nach Ajaccio. Das ist die Nachbarinsel von Olbia. Also ist aber der französische Teil. Also das ist jetzt Italien, dann nach Frankreich rüber auf Ajaccio. Und ja, 140 Kilometer insgesamt. Laut Navi schon vorhin geguckt. Aber das ging nur hin und her. Ich tick gleich hier aus, ey. Und 135 Kilometer sollen alleine an Seeweg sein. Also habe ich eine, weiß ich nicht, aber das haut auch nicht hin. Ich glaube, das haut alles hier nicht hin. Das hat generell hier nichts hin, hier mit dem Aufträgen hier. Ich weiß es nicht. Naja, okay. Nicht aufregen, weitermachen.
wollen wir mal erstmal zur Rampe und dann alles andere dann gleich. Er hat mich ja zwischen Tür und Angel hinstellen müssen, weil die ist ja alles voll. Wo du dich hinstellst, störst du. Ja, also, er hat gesagt, gut, stellst du dich hier neben den anderen hier und dann wird ja nicht so lange dauern. Ja, Pustekuchen, wird nicht so lange dauern. Jetzt hat verloren ohne Ende, ey. Und warten sie mal und nochmal telefonieren und zurück und immer so weiter und immer so fort. So, naja. Nützt ja nichts, sich zu ärgern. Was soll ich machen? Ist ja so eh den kürzeren, also von daher fahre ich an die Rampe. Gut, ich könnte das jetzt verweigern, ne? Aber ein bisschen suboptimal, ne? Also machen wir das. Ist das. Guckt euch das mal an hier, was hier alles steht. Das interessiert das gar nicht. Die stellen sich einfach hier hin und ja, nach denen die Sintflut sozusagen. Ja. Hier so ein. Ja. Weiß nicht, was der jetzt geladen hat oder abtransportiert hat oder wie auch immer. Steht hier alles voll. Hier müsste, glaube ich, jetzt unser Dings sein. Zum Laden, ja. Ist schön. Steht alles voll. Alles voll. Naja, na gut. Was willst du machen? Da guckst du nur. Ja, wird ein bisschen eng, aber mal schauen. Mal ein bisschen hier wegfahren hier von dem ganzen hier so nach da. So, das ist so ein bisschen besser, ne? Ja, das ist ärgerlich, das Ganze, wirklich. Die erste Tour war ja ganz okay gewesen, ne? Aber jetzt die hier, kann ich zusehen, dass ich da noch irgendeine Anschlusstour kriege, weil das ist ja gar nichts, was ich da kriege. Kann ich euch gleich mal sagen, aber das ist nix. So. So, soweit angedockt. Jo. Das ist nix, Leute. Jetzt für die andere hätte ich 1632 brutto gekriegt und für die kriege ich 434. So. Ja. Ja. Plus Fähre, plus alles drum und dran. Also bleibt nicht viel über, ne? Okay. Ja, nützt nix, setze ich jetzt weiter aufzureden, sonst. Ja, komme ich so und so nicht voran hier. Alles klar, dann bis gleich mal. So, jetzt habe ich jetzt nochmal die Papiere geholt. Alles soweit okay. Was man so okay sagen kann, ne? Also beladen wurde ich auch schon. Das ging eigentlich relativ zügig, aber ich habe die Abfahrtskontrolle schon gemacht jetzt ohne euch, weil wie gesagt die Zeit, die hängt mir wieder, ja, ich weiß nicht, wo die Zeit geblieben ist. Schon wir hier also wirklich an Zeit hier gelassen mit den ganzen Diskussionen und hin und her. Das ist ja Wahnsinn. Das muss ja nicht sein, ne? So. Okay.
Soweit, so gut. Schauen wir uns mal an. Dann werden wir sehen, dann jetzt nach Ajaccio kommen, auf die Nachbarsinsel. Ja, das ist ein französisches Terrain. Und ja, ist nicht gerade das, was ich wollte, aber was willst du machen? Okidoki, na dann. Auf geht's. So, wollen wir doch mal sehen, wie wir hier rumkommen. Weil die stehen hier alle, zwar jetzt andere Fahrzeuge, aber die stehen trotzdem hier alle rum. Ich hätte hier wieder ein Carrefour. Sensationell, das ist ja echt, also schick. Finde ich ja fabulös, das Ganze hier. Mein Gott. Carrefour ist ja hier, ja. Voll am Start, ne? Bei denen hier. Okay. Dann würde ich mal mich von dann machen. Und das hier hoch geht jetzt. Genau. Biege nach links ab. Das würde ich machen. So, auf zur Fähre. Auf. Ist rechts abbiegen. Ja. Auf zur Fähre, so mal. Biege nach rechts ab. Ist nochmal gesagt. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Und dann schauen wir mal, was der Tag noch so bringt, ne? Nimm diese Ausfahrt. Wir schauen mal. Bahnübergang hier. Oh, mit Schwung rüber. Demnächst links abbiegen. So. Biege nach links ab. Machen wir auch. Natürlich sehr ärgerlich, ne? Die Tour, die ich hätte kriegen können. Und die ich jetzt letztendlich bekommen habe, aber ja. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ah, jetzt ist die Ampel auch noch hier auf Rot. Aber ich kann es leider nicht ändern. Jetzt haben wir ja mittlerweile, ja, 20 vor 8, 7.38 Uhr, ja. Oh, fahren sollte ich auch mal langsam? Ja, sicher.
Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Und ja, ob es heute noch mit einer Folge diese Ausfahrt Ladung kommt oder nicht, das ist so eine Sache. Biege nach links ab. Ich weiß es nicht. Die haben es ja auch nicht hier so gerade eilig, ne, oder? Man weiß es nicht. Warum das hier nicht hier zügiger vonstatten geht. Die Ampel, ja, okay, aber mal schnell rüber hier. Oh, gedacht, der MAN fährt mir jetzt voll rein. Habe ich gedacht. War aber nicht so, zum Glück. Ist hier ein bisschen verwinkelt, das Ganze. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Einmal rum. Nicht gerade sehr groß, dieser Kreisverkehr, aber gut. Nimm diese Ausfahrt. Wir kommen natürlich klar. Dann schauen wir mal, ne? Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ja, fahr doch. Die sind auch echt lustig, ne? Die fahren einfach nicht. Die wollen einfach nicht fahren. Da lässt man sich schon, obwohl ich, die hatten ja Vorfahrt, aber okay. Kein Problem. Die ganze Anfahrt jetzt zur Fähre wird länger dauern als die ganze Fahrt jetzt generell. Also wirklich. Dann geht es mich zur Fähre und dann von der Fähre dann, wenn ich dann in Ajaccio bin. Dann geht's wieder zurück. Also zurück jetzt zum Kunden, meine ich jetzt. Zurück, ja. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Also das wird jetzt nicht so. Nimm diese Ausfahrt. Na, ist doch egal. Ich sage ja im unteren Strich, nicht der Rede wert das Ganze, aber okay. Also will ich jetzt zusehen, dass ich jetzt vielleicht noch ein paar Touren fahren werde für die und dann, dass ich jetzt, speziell nur ich jetzt, mich jetzt ich sage jetzt mal, versuchen, auf Langstrecke irgendwo, dass ich da also keine Kurzdinger hier fahre. Wir schauen mal.
wie ich das mit denen jetzt so aushandle. Wissen ja noch gar nicht von ihrem Glück. Also von daher. Vielleicht auch so jetzt Dix fahren nach Isser Carrefour. Vielleicht habe ich dann irgendeinen Verantwortlichen an der Hand. Vielleicht, denke mal nicht, aber ansonsten muss ich das dann telefonisch regeln. Weil zur Zentrale komme ich jetzt mal vorläufig nicht. Also muss ich dafür auch nicht. Per Mail ist nicht so richtig so, naja, ein bisschen unpersönlich, ne, finde ich. Aber ja, ich will jetzt damit nicht sagen, dass ich jetzt nicht, ja, ich jetzt unzufrieden bin mit denen, insofern, aber weiß ich nicht. Die Touren, die sind nicht so, da habe ich schon gedacht, das ist, kommt jetzt einer jetzt nach, wie ich jetzt ursprünglich eigentlich vorgesehen war, nach Nizza, dann kriegt der. Der andere da schon, war schon da am Laden gewesen. Oder wurde schon beladen, keine Ahnung. So. Ja, und ich krieg dann den Rest vom Schützenfest oder was. Ja. Was keiner so recht haben will, ne? Ja, so kommt das zumindest vor. Also. Oder rüber. Weiß ich nicht. Bisschen komisch, das Ganze. Naja gut, ist ja logisch, dass es ein bisschen an einem nagt, ne? Das ist ja, könnt ihr Sachen nachvollziehen, ne? Aber nun gut. Es ist so, wie es ist. Und wie es so aussieht, sage ich jetzt mal, wird das wohl keine zweite Tour heute geben. Ich weiß es nicht, aber... Es sei denn, ich kriege so eine kurze noch nachgeschoben. Das könnte durchaus möglich sein. Aber ich fahre bestimmt jetzt nicht wieder von Achazio wieder hier rüber nach Olbia. Das bestimmt nicht. Da habe ich ja mehr, ja, mehr Gebühren hier an Fähre und alles hin und her als sonst was. Und Wartezeiten und hast du nicht gesehen. Das macht Atze bestimmt nicht. Ja, jetzt fahre ich zurück. Wollte ich so und so zurückfahren. So okay. Ja, eigentlich wollte ich ja aus Festland, jetzt haben sie mich jetzt auf die Insel wieder, auf die Nachbarsinsel jetzt hier geschickt. Also gut. Sei es drum. Wo wir die ganze Insel hier umfahren, wa? Immer geradeaus. Ja, so sieht's aus. Geradeaus.
am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. So. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Genau. Nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. In Deutschland war ich auch schon lange nicht, ne? Also ist schon was her, ne, Leute? Jo. Ja, ich weiß. Bin ein bisschen zu schnell. Ja, ich brauche aber ein bisschen Schwung bei der ganzen Sache. Es ist mir jetzt egal, was du jetzt sagst, ob du jetzt aufholst oder nicht. So. Jetzt müsste ich eigentlich schon die ganze Insel umfahren haben, normalerweise. Also, von daher. Immer geradeaus. Jo, immer geradeaus. Helga, kannst du auch was anderes sagen? Oder nicht? Zumindest spielt das Wetter mit, ne? Ist ja auch nicht so. So unsexy, ne, oder? So, Hafen. Geht jetzt hier. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Kreisverkehr über Kreisverkehr. Ach, was liebe ich das. Ist das schön. Nimm diese Ausfahrt. Ja, selbstverständlich. Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ja, auch das mache ich. Nimm diese Ausfahrt. So, am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Da werden wir doch schon jetzt hier sozusagen nimm diese Ausfahrt. Am Hafen. Yes, da ist die Fähre doch schon. Biege nach links ab. Jawohl, einschiffen hier. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Also ein Riesenpott war. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst rechts abbiegen. So. Sensational. Darf ich fahren? Ja, ne? Jo. Warum fährt der denn nicht? Also nicht.
So, da werden wir erstmal. Der Bremse, oh ne, der Bremse, so, mache ich den Lichtlein aus. So Leute, jetzt geht's ab mit der Überfahrt. Jo, Ahoi sag ich dazu. Bis gleich. So, das hätten wir auch geschafft. Kann man dann jetzt einsteigen? Sehr schick. So, alles läuft hier normal. Dann können wir ja langsam hier das Schiff verlassen. Schön verlassen. Als letztes hier fast hier. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Da kommt nichts im Moment. Schöner Hafen hier, ne? Finde ich schön hier. Nicht schlecht. Also sind wir in Frankreich sozusagen. Nicht sozusagen, wir sind in Frankreich. Auf der Insel Ajaccio. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Biege nach rechts ab. Ja, gleich. Ich auch hier zum ersten Mal jetzt hier. Genauso wie ich auf Olbia auch das erste Mal war. Nagel ist auch hier. Sehr schön. Eieiei, was ist denn jetzt hier los? Für ein Getummel. Golf, schöner alter Golf. Ja, sie fahren natürlich auch ohne Sinn und Verstand. Ja, einen durchzulassen, das machen wir natürlich nicht. Warum denn auch? So, du kannst jetzt durchfahren. Fahr durch. Und dann werde ich mich mal da durchzwängen. Sozusagen. Wow, enges Höschen, war aber passt. Nur so komme ich gut rein. Genau. Hat das so gut gemacht. So. Jetzt heißt es hier, ja. Weiß ich nicht. Fahren, ne? Dann fahren wir mal. Von schön Radl da, schön auf dem Fahrradweg. Und dann links abbiegen. Jo. Oh, bis sich da einer mal entschließt, da abzubiegen, ne? Wenn die sind, das sind Autos, ey, das sind keine LKWs, sie können schnell um die Kurve, ey. Das kann dauern. Es ist einer rübergekommen. Zwei, glaube ich. Ne? Einer fährt geradeaus, der andere ist abgebogen. Na toll. Biege nach links ab. Jo. Jetzt werden wieder zwei es rüber schaffen. Oder? Oh, nee, tatsächlich mehr sogar hier. Oh, scheiße.
Der bleibt einfach da stehen. Na gut, dann ist die nächste Ampel meine Ampel. Gut. Ist nicht schlimm. Hätte ich so und so nicht geschafft, weil der Hammerwerfer natürlich da stehen geblieben ist. Und das wäre dann für mich auch zu spät gewesen, rüber zu fahren. Also gut, der ist mir zwar ausgegangen, aber hätte ich so und so nicht geschafft. So, dann biegen wir dann jetzt mal ab, ne? Ihr seht mich, ihr könnt halten. So. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Wenn wir doch mit dem ganzen Kreisverkehr hier, wie gehabt. Nimm diese Ausfahrt. Schon mal eine Tanke, schon mal gut. 1,44, naja. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. So. Der Ausfahrt nehmen. Okay. Nimm diese Ausfahrt. Carrefour. Jawohl. Da sind wir doch schon hier. Hier? Nö. Demnächst links abbiegen. Doch. Biege nach links ab. Da sind wir doch hier richtig. Das war eine schöne Fahrt. Jo, naja, gut. Kann man sehen, wie man will. So, hier nochmal. Oder wo muss ich dann gleich hin? Ich weiß es nicht. Ich kann mich gleich hier reinsetzen, Leute. Und schon, wahrscheinlich stellen sie sich hier hin zum Anmelden oder was. Und dann da rein. Whatever. Oder da vorne schon. Oder vielleicht schon hier die Anmeldung. Ja, keine Ahnung. Gleich weiß ich mehr. Okidoki. Bis gleich dann mal. So, bin ja wieder am Start hier. War doch hier. Ah, und sofort hat man mich durchgewunken sozusagen. Sogar sehr schön. Dass es auch schneller vonstatten geht, ne? Oder? Jo. Jo, 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 jo. Da muss er hin. Ja, dann geht er doch hin.
Ja, ein bisschen. Ja, ich war auf dem Bordstein. Deshalb das Ganze hier ein bisschen ruckelig. Das kriegen wir alles noch hin. Aber bislang alles hingekriegt, ne? Richtig. So, ein bisschen nach vorne fahren jetzt hier. Und das Ganze hier ordnungsgemäß zu platzieren. Jo. So, sieht gut aus, ne? Genau. Haben wir's. Angedockt. So. Wir schauen mal. Uhrzeit. 16 Uhr. Ja, das wird heute nichts. Ja. Das wird heute nichts, glaube ich, mit einer neuen Tour. Nee, nee. Na, was willst du machen? Sieht schlecht aus. Bis ich erstmal leer gemacht werde. Die haben gesagt, komm zwar dran, aber sofort. Aber ich weiß nicht. Okidoki, dann schauen wir mal, wie lange das hier dauert. So, Leute. Die haben mich immer noch nicht leer gemacht. Das wird irgendwo gleich mal passieren. Zeitnah, haben die gesagt. Naja. Ist relativ, wir haben jetzt 17 Uhr und mal schauen. Ist auch jetzt egal, passiert so und so heute nichts mehr. Und ja, ich werde jetzt gleich zur Dispo gehen und wegen Papiere und so weiter und so fort. Und dann mal schauen, ob ich hier für morgen zumindest einen Anschluss zu bekomme, direkt hier von Carrefour, oder ob sie sich dann noch da absprechen müssen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich nochmal bei Carrefour anrufen und mal sehen, was da Sache ist, ne? Mit dem, was da vorgefallen ist mit meiner Tour und so weiter und so fort. Okidoki. Ja, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Wenn es heißt, wieder Atze auf Achse hier im ETS2 oder im ATS mit Atze und Tour. Und ja, würde mich sehr freuen darüber. Und ansonsten haltet die Stoßstangen sauber und ja, bleibt gesund, das ist die Hauptsache. Und bis zum nächsten Mal. Euer Atze Gaming. Ciao.